Ach, was mache ich denn? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft hier aus, jetzt aus Shippingen. Seid mir gegrüßt. Direkt mal mit einer Panne gestartet. Ja, macht ja nichts. So, wir sind wieder hier bei unserem schönen Zollverein, bei unserem Zollhaus, wo ich so ein paar Kleinigkeiten schon mal vorbereitet hatte. Und zwar von außen, ups, sieht das Ganze jetzt so aus. Wir haben das hier schon mal ringsrum angepasst. Genau, das heißt, wir brauchen Material, um das fertig zu bauen. Wir brauchen Material, um das fertig zu bauen. Hier fehlen noch Stufen, da oben fehlt noch eine ganze Menge Kramsel. Würde ich sagen, holen wir uns das Zeug mal, Juste. Und ich war ein bisschen unter der Erde. Wir waren ja letzte Folge etwas laggy unterwegs. Ich hoffe, das wird in dieser Folge nicht wieder so. Und ja, wie ihr seht, ich war etwas unterwegs zwischenzeitlich und habe mir mal ein bisschen Kram besorgt, nicht? So, das heißt, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen Cobblestone. Haben wir genug, denke ich. Wir haben hier noch Holz, das ist gut, das ist Fichtenholz, das ist anderes Holz, das brauchen wir nicht, das packen wir gleich mal weg. Das werden wir nicht brauchen. Das bringen wir gleich noch zum Schmied und in unsere Rumpelkammern. Ja, genau. Okay. Dann würde ich sagen, just einmal hier, doch, hier kommen wir noch lang. Dachte ich schon, habe ich das zugebaut, aber habe ich gar nicht. So, hier haben wir ja unsere Kiste mit unseren Zombie-Utensilien, mit den ganzen tollen Sachen, die man findet. Da können die Eier noch mit rein, da können die Knochen rein, da können. Ja, los, was soll's? Das Zeug kommt da rein. Der Feuerstein kann da rein. Wir könnten gleich mal hier den Bogen noch reparieren. Was ist das hier? Sand. Können wir erstmal auch da reinpacken. Wir können die zwei Stacks Erde da reinschmeißen. Wir können die beiden Hoes noch da reinpacken. Wir können gleich noch Blumen pflanzen. Und, wir können das Hähnchen hier reinpacken. So, jetzt brauchen wir sowieso einmal das hier. Dann können wir aus den 8 machen wir uns gerade noch ein paar Ziegelsteine. Dann können wir die hier erstmal hierher. Und wir wollten den Bogen reparieren. So, wir haben auch ein paar mehr Pfeile. Ich habe ein paar Hähnchen und ein paar Federn Hähnchen gefunden und habe ein paar Federn daraus gemacht. Und habe mal ein paar eigene Pfeile gemacht, damit wir nicht immer so auf das angewiesen sind, was die Skelette uns so bieten. Allerdings habe ich nicht so viele Federn gehabt, deswegen auch nicht so viele Pfeile. Ja, irgendwie schließt sich da der Kreis. Oh, hier dieses. Die blauen Blumen wollte ich irgendwo hinpflanzen. Die blauen Blumen. Aber die hier mal hier hin machen. Machen wir mal so hier irgendwie. 2, 3, 4. Kann man so machen, oder? Was fehlt hier? Hier fehlt noch ein Stein. Komm, sind wir heute mal nicht so geizig. Machen wir direkt. So, dann naschen wir ein Stückchen. Ein Stückchen von dem leckeren Schnitzel und dann würde ich sagen, bauen wir weiter an unserem Zollhaus hier. Das wird noch uns immer mal wieder zwischendurch beschäftigen, weil das Ding wird ja recht groß. Dann muss ich mir gerade hier zählen. 1, 2, 3, 3. Das heißt, hier kommt so ein Eumel hin und dann kommen noch zwei Stufen daneben. So, und theoretisch könnte man hier. Könnte man nicht, ne? Nein, kann man nicht. Habe ich diese Dinge habe ich nicht mit. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Kann man auch ohne mit klar. Wollen wir erstmal da, wo es offensichtlich ist. So, hier sind wir einmal rum. Da kämen nachher noch solche Halbdinger rein. Diese Vista. Vista, klar wisst ihr das. Ich weiß gar nicht mehr, ist hier hinter jetzt irgendwie was drin oder habe ich das alles zugemacht? Ne, ich komme hier noch rein. Das heißt, theoretisch könnte man hier so einen Hintereingang bauen. So eine Art Geheimeingang.
Und dann kann man hier vielleicht, oh, vielleicht könnte man hier unsere Goldbarren aufbewahren oder so. Müssen wir mal schauen. Haben wir da eine Fackel drin, dass uns da nicht alles. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal soweit fertig. Jetzt können wir hier mal rein. Und mal überlegen, wie wir es weitermachen. Eigentlich ging es dann hier weiter. Ich hole uns mal ein bisschen was von dem Holz, von dem Guten. Von unserem Eichenholz. So. Und ein bisschen mehr werden wir brauchen. Schon wieder so ein. Hä? Also irgendwie passieren ja echt schräge Sachen. Ich habe jetzt nicht am Mausrad gedreht und habe auch sonst keine Taste gedrückt. Und trotzdem. Hat der mir die Waffe gewechselt? Hat er das gerade gesehen? Das ist ja schon lustig. Also, auch nur mittelmäßig lustig, weil ich könnte mir vorstellen, das gibt Situationen, wo das ziemlich nervig ist. Naja. Die Götter müssen halt verrückt sein, manchmal. So, hier ist noch mehr Holz. Ach, das ist nur verstanden. So, der noch weg. Der noch weg. Alle hüpf. Dann kann das noch weg. Ich denke, dann haben wir genug, ne? Die Setzlinge sammeln wir naturellement. Sammeln wir die ein. Und das, was da gleich noch so runterfällt, auch. Und das Schaf darf erstmal bleiben. Oh, hier da oben ist noch ganz viel. Naja, egal. Wir haben erstmal genug Holz zu sammeln. Wir müssen jetzt einmal dort oben hin. Hier sind schon Fenster, können wir nicht mehr durch. Müssen wir den weiten Weg nehmen. Und zwar hier hin. Zack, 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 zack. Und dann geht das bis hier hoch, ne? So ist es. So ist es. Dann haben wir hier Eichenholz. Machen wir ruhig alles. Brauchen wir eh. Oh, erstmal die achte. Fackeln brauchen wir erstmal keine. 1, 2, 3. Und von hier aus. Genau, da kämen wir das so. 1. 2, 3. Ich glaube, so ist richtig sogar, ne? Weil da kommt ja gleich nochmal der Vorsprung nach draußen. Ich glaube, das müsste so richtig sein. Jetzt müssen wir wieder. Nein, wir können hier durch. So, hier rein. Hier kommt der hin. Dann geht hier eigentlich auch der und hier geht eigentlich auch so, ne? Und dann hätten wir hier oben wieder die Kante. Und dann hier in der Innenreihe auch wieder eigentlich diese Säule durchgeht, die wir hier nicht dranbringen können, weil es hier irgendwie zu enge war. Dann haben wir dort auch wieder das Problem, dass dort auch wieder zu eng ist. Naja, wir werden uns schon irgendwie zurechtfinden. So, da oben kommen dann Stufen hin. So und so. Ah, verdammt. Das war falsch. Cool, das geht sogar. Und nein! Jetzt schon wieder dunkel? Sieht so aus, ne? Jetzt echt schon wieder dunkel? Es hat doch gerade erst der Tag angefangen. Gibt's doch nicht.
hier käme jetzt auch wieder ein so ein Pfosten hoch. Und hier ist dann aber nur Zweier, ne? Ha. Autsch! Schlafen kann ich aber noch nicht. Was ist das? Was soll das? Hä? Es ist doch aber schon dunkel. Warum kann ich nicht schlafen? Da draußen tut es auch schon. Was soll das? Ey! Ich renne mal kurz zu unserem anderen Bett. Autsch. Das ist mir jetzt aber echt ein bisschen spooky. Hier geht. Es ist mir ja lustig. Na, warte, dich kriege ich. Oh nein, er kriegt mich. Und ein Pfeil. Dankeschön. Wir müssen was essen. Tja. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, wir haben uns gewundert, warum wir in diesem Bett nicht schlafen können. Waren vielleicht schon Monster in der Nähe? Ich habe hier den Chat aus, dass er deswegen gesagt hat, kannst hier nicht schlafen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Da habt ihr gut mitgedacht. Da habt ihr gut mitgedacht. Das könnte natürlich so sein. Wenn ich recht überlege, müsste ich hier jetzt so ein Ding hin und hier so ein Ding. 1, 2, 3 und hier dann wieder quer rüber. Hier auch wieder so. Hier auch wieder so. Und hier. Und hier. So. Ja. Oh, ich glaube, jetzt haben wir nichts mehr, ne? Schade. Na gut, wir haben noch ein paar Stufen. Dann machen wir damit jetzt erstmal weiter. Die kommen natürlich hier hin. Und hier außen auch einmal rum. Du garstige. Aua. Alter! Wo kam der denn jetzt her? Ich war doch die ganze Zeit hier friedlich am Rumbauen und der hat sich nicht gemeldet. Also diese Creeper, ne? Wie wenig die mir auf den Sack gehen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Fast gar nicht. Mann. Hat mein Haus irgendwas abgekriegt? Nein. Sehr gut. Wenn du Erde brauchst, weißt du, ist keine da. Grrr. Aggression. Aber ich habe ja hier zum Glück ein bisschen Erde gesammelt. Geht nicht so, geht so. Leute, Leute, Leute. Ah, wenn wir gerade hier sind, können wir noch ein paar. Na, geh schon mal durch. Können wir noch ein paar. Steine machen. Und vielleicht, auch noch ein paar Treppen. Ich bin ja manchmal auch nicht ganz gescheit, ne? Du. Davon welche. Und davon welche. So, 40 Stück, jawohl. Und dann, das sollte erstmal reichen. Brauchen wir sonst noch was? Ah, wir brauchen noch. Haben wir noch was in der Kiste davon? Das brauchen wir noch. Okay. Dann haben wir alles zusammen.
So war das, ne? Machen wir erstmal. Jetzt müssen wir irgendwie wieder da hochkommen und uns wieder ein bisschen aufs Bauen konzentrieren. Ah, hier fehlen noch zwei von diesen. Habe ich da etwa immer noch Skelette? Aber die sind da unten, ne? Die sind jetzt nicht hier draußen. Die sind irgendwie unter der Erde. Okay, da können sie ruhig bleiben. Wir kümmern uns erstmal jetzt weiter hier, dass wir mit unserer Zollstation fertig werden. Eine Schippe hätten wir uns bauen können. Eine Schippe hätten wir uns bauen können. Hier kam keiner rein, hat man gesagt. Da oben kommen aber welche rein. Und da in der Ecke kommt auch einer rein. Dann kommt hier einer hin. Man muss auch mal ein bisschen Mut zur Asymmetrie haben, finde ich. Also, das geht gar nicht anders. So. Ne, alle komme ich von hier aus auch noch dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Hier ist ein Ende im Gelände. Macht aber nichts. Da können wir ja einmal nach oben laufen. Können wir doch, oder? Ansonsten nehmen wir einen Dreckfahrstuhl oder so. Jetzt habe ich hier schon alles. Können wir hier außen rum? Hier außen rum müsste gehen, ne? So. Einmal. Und dann nehmen wir hier. Und dann haben wir hier der. Ach, hervorragend. Verdammt. Verdammt. Da oben kommen wir auch nur hier hinten rum, ne? Da habe ich mir aber auch ein Architekturprogramm ausgesucht, ey. Alter Falter. Hier hoch. Verlaufe ich mich meinen eigenen Gebäuden, auch geil. So. Der kann erstmal weg. Ups. Joa, und. So. Haben wir noch mehr davon? Haben wir nicht. Machen wir uns. Da und da einer hin. So, jetzt hier kommt wieder 1, 2. Dann kommt da einer hin. Und da einer hin und hier geht's auch noch mal zu. Hey, dann wären wir schon fast beinahe fertig, oder? Müssen wir die Innenflächen alle noch ausfüllen? Stufen ringsrum. Und dann das Krachen. Ach, Stufen ringsrum. Ja, das hätten wir natürlich machen können, während wir da drinne waren, ne? So ein Mist. Ah, das können wir von dort gegenüber machen. Haha. Dumm kann man sein, man muss sie nur zu helfen wissen. Ey, lass mich rein. Das können wir natürlich prima machen, indem wir einfach hier rüberlaufen. So. Dann berühren die sich ja hier oben. I, die berühren sich. Naja. Kann ich alles haben. Müssen da noch welche hin? Hier sind wir auch schon fertig. Ja, wir machen Fortschritte. Wenn man es mal ein bisschen mit System macht und ein paar Materialien vorrätig hat, dann geht das alles auch reichlich schnell. Jetzt die Frage, machen wir das hier wie da?
Oder machen wir es hier wie da? Oder wie da? Wenn wir das hier, eigentlich haben wir hier alles aus Holz, ne? Das heißt, wir würden das hier unten auch nochmal aus Holz machen. Das heißt, wir würden diese Cobblestone-Geschichte wegreißen. Und überall Eichenholz vertäfeln an die Wände machen. Entschuldigung, ich habe irgendwie einen leichten Dingenskirchen. Kommen wir noch gar nicht hin. Hier können wir ruhig den Cobblestone lassen. Das ist alles Innenseite. Das hier allerdings wird Außenseite. Und da, wo Fenster ist, da kommt dann auch Eichenholz rein. Und da kommt dann auch ein Fenster rein, würde ich sagen. Hier kann man ja prima mal ein bisschen Tageslicht reinlassen. Hier bleibt Stein. Und jetzt bräuchten wir erstmal eine Decke, ne? Bevor wir eine Decke machen, brauchen wir Fackeln. Sind hier schon Fackeln drin? Ja, aber nicht so viele. Aber die Fackeln kommen alle auf diese Höhe. Jetzt wird schon wieder dunkel. Ich bin mal gespannt, ob ich gleich hier drin schlafen kann. Jetzt geht's. Na, prima Sache. Das funktioniert wieder. Da bin ich sehr beruhigt und ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Tag, gute Nacht oder was auch immer ihr jetzt macht. Schlaf gut, träum süß und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.